guten Tacho, Leute. Bin mal wieder unterwegs hier. Bin jetzt unterwegs. Ich sehe, glaube ich, richtig scheiße aus. Ja, hier Nachtschichtrhythmus und so. Glaube ich, sehe aus wie so eine französische Bulldogge, die gerade aufgestanden ist. Ja, bin jetzt unterwegs nach Viersen. Harley Davidson hat Open House, Season Open, Dingsbums. Und ich glaube, wir werden einige bekannte Gesichter wieder treffen. Ich denke mal, Tourensohn werde ich antreffen. Dann der ein oder andere auch von letztem Jahr aus dem Video und von Insta, die da alle so rumlaufen. Mein Kopf fühlt sich auf jeden Fall an, als wäre ich vom Rathaus überrollt worden. Ja, ich hoffe, dass die Kamera wenigstens mitmacht heute. Ich hatte ja beim letzten Schrauber-Video nur Probleme mit der GoPro. Ja, ich habe zur Not natürlich meine Insta360 dabei. Akkus sind voll. Speicherkarten sind leer. Dann schalte ich dann wieder ein, wenn wir da sind, und dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, eine Liveband gibt es. Es gibt, glaube ich, ein paar Aussteller, irgendwie was. Wurde jetzt einiges auch nach innen verlegt, weil wegen dem super geilen Wetter hier. Also, ich habe jetzt noch mal irgendwie 50 Kilometer vor mir. Ist ja schon eine Strecke. Eigentlich hatte ich vor, mit dem Motorrad zu fahren, natürlich, ganz klar. Ne? Aber bei dem Wetter, bei mir hier auf jeden Fall in Rheinberg, ist Sturm und Regen. Ich weiß nicht, wie es in Viersen aussieht, aber mir, glaube ich, bringt das erstmal nichts, wenn wir nur 10 Grad haben, hier durch die Nässe zu fahren, über 50 Kilometer. Und dann dort für, weiß ich nicht, 200 Stunden, wie ich mich da aufhalte, oder vielleicht ein bisschen länger, werden wir sehen, komplett durchgefroren, dann wieder nass zurückfahren und am Ende des Tages wieder krank zu sein. Macht keinen Sinn für mich. Ich war aber ernsthaft am Überlegen, das so zu machen, aber es ist mir ein bisschen zu kalt. Wenn jetzt 16, 17 oder 18 Grad, hätte ich das wahrscheinlich noch gemacht. Aber bei, ja, wir haben sogar noch nicht mal 10 Grad. lasse ich hier mal lieber sein, Leute. Also, wir sehen uns gleich beim Dealer. Und ich hoffe, wir sehen ein paar coole Sachen. So, Leute, wir sind da. Ich bin da. Wir. Ich, wir. Muss mal gucken jetzt hier, was jetzt hier abgeht. Fast so wie letztes Jahr, Leute. Alles ins Wasser gefallen. Gut, und selbst? Kann ich fahren. Entspannt, kein Stress. Zwischenlager? Ist das was für mich? Ja. Ist das alles für mich? Ja, schön wäre, ne? Ja. Und dann einmal wäre es schön. Das ist dein Ding, da machst du mal Pause drauf, oder was? Ja, klar. Vorne auf so ein Horn? Ja. Macht ja sonst keinen Spaß. Ja, das ist auch wieder was. Ey, so eine Werkstattküche brauche ich auch in der Garage. Ja, ich bediene mich gleich mal, wa? Ich hole mein Auto. Moment, ich kann ja auch den Hersteller.
Das ist wahrscheinlich mehr als ein Harley, oder? Quasi das Enkelmodell von meiner. Ja. Aus wie meine, nur ein bisschen runder und moderner. Ja. Servus. Mahlzeit. Na Leute. Ein seltener Anblick. Stößchen. Mach mal wieder ein gutes Gesicht. Ich hab gutes, wie sie da weggehen. Darf ich mal vorstellen, Mr. Brett-Pett. Brett-Pett jetzt? Brett-Pett. Bei Brett-Hart. Ah, okay. Ich wollte mal gucken, wie man mit Ente ist. Warte mal, eben hat es noch einen besseren Namen. Eben hat es noch einen besseren Namen. Brett, aber kommt da doch irgendwie Brettfett oder so? Brettfett. Brettfett. Yeah.
eine wilde Sackratte unterwegs. Du musst nur anmachen, ne? Ist schon an. Ja, kurz. Kopfhörer an. Ja, diesmal nehme ich auch Kopfhörer. Ja, zieh die Kopfhörer an. Ich habe das heute Morgen auch ohne einmal gemacht. So, seitdem ich einfach ganz warm. Ganz kurz, ich erkläre dir das. Kopfhörer an. Fährst du im Seeschulwagen, auf dem Fahrrad oder so. Fährst du bis vierten Gang. Vierten Gang, du bist auf Start. Da hast du kaum noch von 6 bis runter bis 0. Dann guckst du, dass du ungefähr bei 15 Sekunden bei 2000 Touren bist, lässt dir dann bis 1803 Sprinter-Touren und dann hat er 0 verliefert. Okay. Und dann, was wichtig ist dann, bis 5500 treten, dann siehst du, dass du das auf dem Bildschirm hast. Dann hast du zwei Feinde. Sobald die kommen, nichts Gas los, hast du drin. Alles klar. Ich glaube, ist aus. Aufnahme beginnt. Aber du weißt die Einstellung. Und jetzt alles drauf. So, alles. Du musst einen Knopf drücken. Und drückst du wieder? Du musst die auch nicht halten, oder? Weil nee. Die macht ja automatisch. Oder? Die macht alles. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die. Du kannst du da unten hinhalten, trotzdem ist dein Gesicht drauf. Und ja. Echt? Ja. Hier. Guck mal hier mit Sticker. Ja, super. Ah. Und guck, ob du auf mich aufpasst. Ja, klar, fass ich auf dich auf. Auf. Ja. Test, 1, 2, 3. Welcher zu Hause sehen oder auch nicht. Mit der hatte ich keine Probleme bisher. Ich wollte gerade sagen, nice. Aber mir ist das doppelte Bearbeiten zu viel. Hast du ein oder zwei Akkus? Ich habe sogar drei Stück. Ich habe auch noch einen in der Tasche. Ja, aber die funktionieren alle. Lauf, Brett! Zweimal! You give me ice and fire. You
Leute. Harley Davidson Viersen, wobei ich bin auf dem Rückweg. Ich glaube, kann sein, dass die ein oder andere letzte Aufnahme von der GoPro mal wieder reingeschissen hat. Ich glaube, jetzt so ziemlich zum Schluss war ich in der kleinen Halle auf dem Prüfstand. Und dann durfte ich auch selber quasi das Motorrad da auf dem Prüfstand mal prüfen. Und der gute Sack hat das, der hatte das auch aufgenommen mit meiner GoPro. Und das sah auch so aus, als hätte die aufgenommen. Die hatte das zwar schon so ein bisschen gefaxt, aber die hatte die ganze Zeit recorded. Und jetzt eben im Auto habe ich halt geschaut, ob sie da wirklich aufgenommen hat. Leider ist nur bis zu einem gewissen Punkt das Bild da. Wie ich natürlich da draußen sitze und alles mache, ist nicht mit dabei. Nur den Ton hat die mit aufgenommen. Also ich weiß noch nicht, inwiefern man davon irgendwas mit verstehen kann oder so. Mal sehen, ob das mit ins Video passt oder nicht. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil das war noch so ein kleines Highlight am Ende. Aber die hatte mir dann auch irgendwann mal angeboten für kleines Geld oder was. Da habe ich gedacht, ich würde doch mal gern mit meinem Motorrad machen. Sagte, alles klar, können wir einen Termin machen und können wir dann auch alles filmen, also auch so richtig machen. Wäre mal richtig geiles, ich glaube, da wäre mal was Geiles, mit seinem eigenen Motorrad dahin und dann filmen von vorne bis hinten, wie die das Ding auf dem Prüfstand drauf basteln quasi und dann, wenn mein Motorrad dann da mal auf seine Leistung, was es hat, geprüft wird. Das haben wir da so zum Schluss so ein bisschen noch besprochen und so was. Harley Davidson Viersen Open House Season Open und ach, wieder alles heiß, leck mich doch am Arsch. Egal, auf jeden Fall war wieder ziemlich geil. Danke, dass ich da auch offiziell eingeladen wurde. Getränkekarte habe ich nicht ganz geschafft voll zu machen, aber egal. Essen war gut, Getränke waren gut. Viele bekannte Gesichter wieder gesehen, viele von Instagram. Mario wieder gesehen. Ja, und so noch ein paar Bekanntschaften. Also war echt viel los, war auch richtig voll. Da komme ich doch gerne wieder, Leute. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Höchstwahrscheinlich ist es wieder ein Auspuff-Video. Ich bin noch nicht durch mit meinem Auspuff. Ich bin noch nicht da angekommen, was ich haben möchte. Ja, so ist das manchmal. Leute, haut rein!